Unseren nächsten Speaker muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich gebe einfach mal ein paar Eckpunkte, dann merkt ihr es wahrscheinlich irgendwann. Er ist seit 1996 aktiv in der Drogenpolitik. Es fing an mit einer Selbstanzeige, danach die Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft Drogen in NRW und Engagement im Fachforum, Fachforum Drogen der Grünen Jugend. 2001 Geschäftsführer des Grünen Bundesnetzwerkes Drogen und 2002 Geschäftsführer des DHVs, des Deutschen Hanfverbands, welcher er dann 2004 als alleiniger Inhaber übernahm. Und natürlich ist er auch aktiv in vielen anderen Gruppierungen, beispielsweise dem Schildauer Kreis. Bitte einen ganz großen Applaus für Georg Wurth. Hallo zusammen. Ja, also noch so ein alter Knabe hier. Ja, tatsächlich auf dem Weg hierher habe ich mir auch gedacht, ich bin jetzt mein halbes Leben lang regelmäßig bei der Hanfparade gewesen. Zum ersten Mal 97 oder 98, so ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber ungefähr 25 Jahre war ich fast bei jeder Hanfparade dabei. Und ich hätte nie gedacht, dass es so zäh ist, dass es so lange dauert, bis wir mal wirklich was erreichen. Und zwar die Legalisierung erreichen. Ja? Die Hanfparade ist die traditionelle Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Und zur Legalisierung gehört für mich eben nicht nur eben die Entkriminalisierung der Konsumenten, dass niemand mehr verfolgt wird, dass wir selbst anbauen dürfen unseren Hanf, dass wir gemeinsam anbauen dürfen, sondern dass Cannabis auch legal verkauft werden darf. Dass es Fachgeschäfte gibt, wo man schön ein bisschen Hasch und Gras kaufen kann mit schöner Auswahl und so weiter. Ja, das ist für mich Legalisierung mit allem drum und dran. Und letztes Jahr war dann der historische Moment, zum ersten Mal eine Hanfparade, während eine deutsche Bundesregierung den Plan hat, Cannabis zu legalisieren. Mit Fachgeschäften für Erwachsene, mit dem schönen Sortiment, von dem ich gesprochen habe. Wir waren ganz nah dran. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Zeigt eben auch, es war nicht umsonst, 25 Jahre Hanfparade zu machen und alles mögliche andere. Ja? Deutscher Hanfverband eben, Lobbyarbeit. Es hat wohin geführt. Ja? Aber trotzdem war auch klar, dass jetzt verdammt knapp und dieses Jahr stehen wir auf der Hanfparade und müssen sehen, es gibt einen Rückschritt. Die Regierung hat den Plan aufgegeben, Cannabis zu legalisieren, in dem Sinne, wie ich gesagt habe, mit Fachgeschäften in ganz Deutschland für Erwachsene. Dafür können wir einmal buhen, ja, das finden wir scheiße. Also das ist natürlich wirklich ein Riesenrückschlag und wenn es nach Karl Lauterbach geht, wird auch in diesem Jahrzehnt keine Legalisierung mehr kommen. Er hat ja diese Modellprojekte vor, wo dann zumindest in manchen Regionen wir dann Fachgeschäfte sehen, aber die sollen 5 Jahre dauern, dann sollen die erstmal ausgewertet werden und so weiter und dann sind wir 2030 aufwärts unterwegs. Wir werden also noch viele Jahre weiter hier demonstrieren müssen für die Legalisierung von Cannabis. Dabei hätte man wirklich auch was anderes machen können in der Zeit mal. Ja? Nach so langer Zeit, was weiß ich, Samstagnachmittags mal Oma besuchen oder für irgendwas anderes demonstrieren, zum Beispiel Legalisierung von Pilzen oder so. Oder einfach nur ein bisschen feiern, ja, ein bisschen rauchen und nebenbei noch für ein paar Detailverbesserungen demonstrieren. Wir wollen 10 Pflanzen statt 3 oder so, ja, das wäre auch mal ein Fortschritt, wenn man mal über sowas reden würde dann, ja, und nicht mehr einfach für die Legalisierung an sich. Also, nun stehen wir da, ja, sehen, alles klar, Plan gescheitert, wir müssen noch ewig hier weiter rumdemonstrieren. Aber andererseits ist ja noch nicht alles begraben. Wir sind jetzt an einem Punkt weiter, nämlich wir haben einen Gesetzentwurf, den wir letztes Jahr nicht hatten auf der Hanfparade. Und wenn der einigermaßen so kommt und durchgeht, was immer erst sicher ist, wenn es wirklich durch ist, ja, aber wenn der so kommt, ist das immer noch ein Riesenfortschritt. Dann haben wir 25 Gramm Gras vollkommen legal in der Tasche, womit wir an der europäischen Spitze uns auf einmal einsortieren, sind bei dem Besitz von Cannabis das liberalste Land in Europa, wenn das kommt, was jetzt aktuell die Bundesregierung, was Karl Lauterbach vorhat. Wir werden vollkommen legal ein paar Hanfpflanzen anbauen dürfen. Das gibt es bis jetzt nur in Malta in Europa. Kein anderes europäisches Land hat das. Wir werden in Clubs anbauen dürfen. Auch das hat kein anderes europäisches Land als Malta.
wir werden nächstes Jahr hier demonstrieren können, wenn es einigermaßen nach Plan läuft. Und jeder hier kann 20 Gramm Gras in der Tasche haben und niemanden wird es irgendwie interessieren, weil es vollkommen legal sein wird. Und wo wir noch Chancen haben, was zu erreichen bis nächstes Jahr, sind ein paar Details an diesem Gesetzentwurf, der jetzt da ist. Zum Beispiel, wie eben erwähnt, diese Abstandsregeln. Die müssen heraus aus dem Gesetz und ich glaube, da haben wir auch Chancen. Und dann können wir tatsächlich nächstes Jahr hier auf der Parade nicht nur 20 Gramm Gras in der Tasche haben, sondern wer will, kann auch 20 Gramm rauchen oder eins. Ja, und wir werden vollkommen entspannt sein. Es wird vollkommen legal sein. Wir werden vollkommen entspannte Polizeikräfte um uns herum haben. Wir werden noch entspannter sein, als sie eh jetzt schon sind, weil einfach sie nicht mehr Straftaten beobachten, sondern ja, einfach eine Demonstration schützen, ja, die für ihre Rechte kämpft. Wie sie es hat gehört. Ja? Also da kann man schon von ausgehen, dass wir da echte Fortschritte jetzt sehen, weil wir auch auf dem ganzen technischen Entwicklungsbereich dieses Gesetzes ja wesentlich weiter sind, als wir es letztes Jahr waren. Ja, viel Licht, viel Schatten. Ja, wir werden noch lange weiter demonstrieren müssen. Wenn es unbedingt sein muss, stehe ich auch mit 75 dann immer noch hier, ja, wenn mir das vergönnt ist. Aber ich glaube, so lange würde es dann doch nicht mehr dauern und dann können wir vielleicht doch uns noch mit ein paar anderen Sachen befassen und auf dieses historische Unrecht des Hanfverbots lächelnd zurückblicken. Und weißt du noch damals, wie krass das alles war? Gut, dass wir das hinter uns haben, diese bescheuerte Hanfprohibition. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, euch alle noch ein paar Mal wiederzusehen hier, bis wir es geschafft haben. Danke. Vielen Dank, Georg Wurth.